Ja, und da bin ich auch schon wieder mit Spellforce. Komischerweise habe ich irgendwie einen Spielstand kreiert, der stabil zu sein scheint. Ich teste das jetzt einfach mal und mal gucken, ob es gut geht. Ich habe es jetzt eben mehrfach getestet mit diesem Spielstand. Und da tritt das Problem irgendwie nicht auf. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich jetzt so hält und spiele jetzt einfach mal ganz normal weiter. Wir sind also in Farlonsheim. Und wir müssen jetzt hier diesen Herrn ansprechen, der uns jetzt so ein bisschen über diese Lage hier aufklärt. Ist übrigens ein Typ von der Roten Legion. Und die Briarwölfe machen sich scheinbar hier auch breit. Wer seid ihr? Weist euch aus. Ein Gesandter des Ordens. Was geht hier vor? Krieg zwischen den Armeen der Roten Legion und den Briarwölfen. Wir kämpfen um die Vorherrschaft und die Wasserquellen in diesem Land. Seid ihr nicht der, der den Gottwall befreit hat? Ja, ich bin dort bereits euren Leuten und den Briarwölfen begegnet. Dann führt euren Kampf fort. Es gibt Runenmonumente in diesem Land. Kämpft an unserer Seite. Gemeinsam können wir die Briarwölfe endgültig vernichten. Was ist das für ein Land? Man nennt es Farlonsheim. Der Name stammt von dem Handelsposten der Freihändler. Er liegt an dem See in der Mitte des Landes. Der See ist die letzte große und beständige Wasserquelle in dieser Region. Für uns allein würde das Wasser reichen. Doch seitdem die Briarwölfe hier sind, wird jeder Tropfen mit Blut bezahlt. Jetzt müssen wir kämpfen, bis nur noch eine Gruppe übrig ist. Noch ist der Kampf unentschieden. Wir kontrollieren den Osten, die Briarwölfe den Westen. Der Norden ist Drachenland. Dorthin wagt sich niemand. Ein paar Mal hatten wir die Wölfe schon weit zurückgeschlagen, aber die Verteidigung ihres Hauptlagers ist einfach zu stark. Ihr habt uns auf dem Gottwall einen großen Dienst erwiesen. Unser Kommandant wird euch sicherlich sehen wollen. Eure Macht kann uns helfen, die Wölfe ein für alle Mal zu vertreiben. Wo finde ich euren Kommandanten? Kommandant Halikos ist in unserem Hauptquartier, südöstlich von hier. Gibt es hier Runenmonumente? Es gibt eins unten im Tal, nahe dem Handelsposten. Ein hässliches Ding mit einer Orkstatue drauf. Eine Orkstatue? Was würden eure Leute tun, wenn ihnen plötzlich Orks zur Hilfe eilten? Sie würden es wahrscheinlich als Angriff verstehen und die Orks niedermachen. Alter Hass, versteht ihr? Ja, so etwas hatte ich befürchtet. Dann werde ich meine Armeen von den euren fernhalten müssen. Wo finde ich Farlorn? Folgt dem Weg ins Tal. Sein Handelsposten liegt in der fruchtbaren Senke in der Mitte des Landes. Farlorn ist neutral. Ihr werdet dort auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen. Es ist der letzte sichere Fleck in diesem Land. Habt ihr etwas über einen Dieb namens Armun gehört? Ein windiges kleines Wiesel. Es gibt niemanden hier in den Düsterlanden, der ihn nicht sucht. Er hat sich unter Farlons Fittichen verkrochen. Das ist allerdings schon eine Weile her. Fragt Farlon am besten selbst nach ihm. Ich wette, dieses Wiesel hat sich schon längst wieder aus dem Staub gemacht. Ja. Eben haben wir schon Kampfgeräusche im Hintergrund gehört und bisher hält auch dieser Spielstand noch. Denn für gewöhnlich wär er hier schon längst abgestürzt. Und ja, keine Ahnung, ob ich eventuell so einen kleinen Workaround machen kann. Das sind alles Gegner hier. Für die Leute, die da Probleme haben, das ist auf jeden Fall ein Lager der Roten Legion. Die haben da wohl auch gekämpft gerade. Und ich gehe jetzt mal hier hoch. Müsste dann eigentlich mal den Kommandanten suchen. Werde aber erstmal hier zu dem Seelenfels und hier ist auch das Runenmonument für die Orks gehen. Da sehe ich auch schon Linja. Und ja, werde vielleicht schon mal ein bisschen was ausheben. Also genau, aktivieren muss ich das hier erstmal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum dieser Spielstand jetzt funktioniert.
Ich habe einfach nichts weiter gemacht, um das mal auszutesten, ob es weiterhin abstürzt oder nicht, weil ich natürlich auch ein paar Einstellungen hier gemacht habe, wie Kompatibilitätsmodus als Administrator starten und so weiter und so fort. Habe ich dann einfach, nachdem ich hier durch das Portal getreten bin, deswegen seht ihr auch diese Szene mit dem durch das Portal treten nicht, und habe dann ja einfach das gespeichert und es damit dann irgendwie... Ja, probiert oder nicht probiert, ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall jetzt neu gestartet alles. Und mit dem Spielstand läuft. Ich habe es dann mal mit dem anderen Spielstand probiert, wo ich noch durch das Tor gehen muss, und da stürzt es wieder ab. Also da bei dem Übergang scheint wohl irgendwas nicht zu funktionieren. Dann toi toi toi, dass das jetzt so bleibt und ich tatsächlich diese Map zu Ende spielen kann. Denn ob dann und wann dann mal da ein Patch eventuell kommt, ist auch so eine Sache. Viele im Steam-Forum vermuten halt massiver Spawn von Einheiten, mit der die Karte oder das Spiel irgendwann halt auch nicht mehr zurechtkommt. Und demzufolge, lasst uns lieber Krieg führen. Und deswegen das Spiel sich aufhängt. Das ist so die letzte Info, die ich dann aus dem Forum gezogen habe. Gut, auf jeden Fall sehen wir jetzt zum ersten Mal die Orks in Aktion. Und wir sollen das Land hier von den Briarwölfen. Ah. Da gehe ich doch gerade mal hin. Während die hier schon mal Holz abbauen. Da ist ja der namensgebende Mensch. So, was brauchen wir denn für eine Holzfällerhütte? 40 Holz, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Boah, Frosch im Hals gerade. Das heißt, die bauen ja dann gerade schon ab. Wo sonst? Die bringen jetzt genau die, dann baue ich hier direkt eine Holzfällerhütte hin. Beziehungsweise ich muss jetzt mal gucken, was die einzelnen Gebäude hier überhaupt können. Ist was denn also? So, Holzfällerhütte ist klar. Wildschweinzucht dient der Nahrungsversorgung. Kleines Haupthaus ist klar. Fischerhütte ist auch klar, Nahrungslager ist klar. Mine ist soweit klar. Schamanenhütte ist ein Armeegebäude. Okay, da ist der Feuerwerfer, das ist auch soweit klar. Schnitterzelt ist dafür, um Lenny abzubauen. Okay, die Schmiede ist klar, damit bauen wir die Kämpfer. Und der Keulenschnitzer ist auch für eine militärische Einheit. Okay, alles klar. Ist was. Aber dadurch, dass wir hier jetzt keinen Förster haben, muss ich mit dem Holz jetzt irgendwie zurechtkommen, was hier wächst. Was irgendwie, wie ihr seht, nicht sehr viel ist. Gut, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. In der Zeit, wo die das bauen, spreche ich den mal an hier. Willkommen in Farlonsheim. Von euresgleichen habe ich hier ja schon lange keinen mehr gesehen. Wir sind einfache Freihändler. Erwartet also nicht, dass wir an eurer Seite in eine Schlacht ziehen. Ich bin Farlon, der Besitzer dieses Handelshofes. Ich werde mich eine Zeit lang in euren Ländereien aufhalten müssen. Wenn ihr eure Runenkräfte dazu nutzt, die Briarwölfe von hier zu vertreiben, dann soll es uns recht sein. Selbst wenn ich Orks auf eurem Land beschwöre? Wir Freihändler sind immer neutral gewesen. Selbst die dunklen Völker begegnen uns mit Respekt. Ihr mögt beschwören, wen und was ihr wollt, solange ihr diesen Krieg beendet. Ich bin an Politik nicht interessiert. Ich versuche nur zu überleben. Man sagt, ihr besitzt einen besonderen Glassplitter? Ein Kunstwerk voller Schönheit und Schwermut. Ja, so etwas befand sich in meinem Besitz. Befand? Da war ein Magier, ein Kerl namens Mechlan. Er war wie besessen von diesem Splitter. Er hat gefeilscht, gedroht und uns am Ende seine Söldner auf den Hals gehetzt. Nur seinetwegen sterben hier täglich Dutzende durch die Schwerter der Briarwölfe. Ich beschloss, den Splitter von hier fortzubringen. Ich gab ihn Elwin, einer reisenden Elfin. Sie sollte den Unglücksbringer zu den Magiern nach Kaufurt bringen. Doch sie kam nicht weit. Wir sahen, wie sie von den Söldnern verfolgt und aufgegriffen wurde. Man nahm sie gefangen und brachte sie ins Hauptlager der Briarwölfe. Was wisst ihr über Armun?
Ich hätte mir denken können, dass ihr seinetwegen hier seid. Armun kam hierher, um bei uns Schutz zu suchen. Doch er blieb nicht lange. Er hatte einen dieser unseligen Splitter bei sich, dieser Narr. Irgendwer erzählte ihm, man könne mit der Macht dieses Splitters anderen seinen Willen aufzwingen. Armun war daraufhin wie verblendet. Er begann von Drachengold und Schätzen zu fantasieren. Der Drache im Norden. Hei, dieser Träumer. Fymir ist ein alter Diener Urams, noch aus den Zeiten des Krieges. Mit seinen zerfetzten Flügeln ist er gefangen in diesem Land. Könnte er noch fliegen, er würde alles niederbrennen. Armun glaubte, er könne diese Bestie bestehlen, einen Drachen bestehlen. Er ging nach Norden und seitdem hat ihn niemand mehr gesehen. Mit wem treibt ihr Handel in dieser rauen Gegend? Seitdem das Portal nach Graufurt verschüttet wurde, ist unser Geschäft praktisch zum Erliegen gekommen. Jetzt beliefern wir nur noch die Siedler dieser Region mit dem wenigen, was wir noch haben. Wasser ist unser wichtigstes Gut. Warum habt ihr nichts unternommen, um das Portal wieder frei zu bekommen? Oh, das haben wir seit euch dessen gewiss. Vor einiger Zeit schon sandten wir nach einem Zwerg, einem der großen Baumeister aus Windholme. Doch er hat unser Land nie erreicht. Vielleicht ist auch unser Bote den Untoten zum Opfer gefallen. Wer weiß das schon. Ja, da haben wir auf jeden Fall gerade das Signal gehört, dass wir entdeckt worden sind. Da beobachtet werden. Ich konnte jetzt natürlich nicht genau sehen, wo das ist. Aber das ist dann auch erstmal wurscht, weil wenn da jemand kommt, so ein paar... so ein paar XP kann ich ja gebrauchen, wenn da was kommt. Und so viel werden am Anfang jetzt ja wahrscheinlich eh erstmal nicht kommen. Also das Holz macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn ich ehrlich bin, das ist ja noch nicht so viel. Okay, naja, dann machen wir auf jeden Fall schon mal hier eine Wildschweinzucht hin. Und einer daneben baut schon mal das kleine Haupthaus. Ja, ja. Hier hin. Das brauchen wir noch ein paar Arbeiter jetzt. Ja, wie gesagt, das Spiel wäre jetzt eigentlich schon viermal abgestürzt von der Zeit her. Also der Spielstand scheint zu laufen. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht werde ich den Jungs im Steam-Forum mal den Tipp geben, das auch so zu versuchen, wie ich einfach... durch das Portal gehen, danach gleich abspeichern, Spiel beenden, nochmal neu starten und dann gucken, was passiert. Na los. Den spreche ich dann auch gleich nochmal an. Scheint jetzt auch keiner zu kommen irgendwie von den Soldaten, der mich da entdeckt hat. Das Gebäude ist einsatzbereit. Kann eigentlich auch nur jemand von hier kommen, theoretisch. So. Dann ein Nahrungslager. Das machen wir hier Arbeit, hin. Immer nur Arbeit. Und hier bauen wir dann eine Fischerhütte, dann passt das. Hier die Wildschweinlager, hier die Fischerhütte, dann wird das Nahrungslager direkt perfekt genutzt. Ah, das Holz ist halt fast schon weg, ne? Also, ich muss gleich mal gucken, was denn die Orks eigentlich an... ob die nur Eisen brauchen. Weil Eisen hätten wir erstmal genug. So, dann machen wir jetzt... die Fischerhütte dahin, das passt. Na, die Sprüche von den Orks sind schon mal cool. Lass uns lieber Krieg führen. Also, auch wenn ihr es nicht glaubt, aber ich bin gerade so happy, dass das funktioniert hier. Und ich das weiterspielen kann. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, und dann würde ich auch sagen, nutzen wir die vier. Achso, für eine Feuerwerfer müssen wir schon Lenya haben. Okay. Dann bauen wir doch mal ein Schnitterzelt. Wo ist das Lenya? Da, ja, das passt. Meinen Charakter bewege ich mal hier hin, weil ich glaube, das ist wohl die einzige Stelle, wo hier jemand kommen kann. Ja,
Ne, von hier unten kann noch jemand kommen. Gut, dann muss ich da auch nochmal Türme bauen. So zwei Stück oder so, keine Ahnung. Wenn jemand kommt, werde ich es ja rechtzeitig mitbekriegen, denke ich. So, wer macht seine Wildschweinzucht? Bringt schon mal die erste Keule dahin. Die fischen. Ist auch genügend Fisch da. Erstmal. Eventuell kann ich ja dann noch eine zweite Wildschweinzucht machen. Ich schwöre noch mal ein paar Arbeiter, weil ich glaube, beim Schnitterzelt können wir da noch was hinzufügen. Ja, mit dem Holz. Das könnte hier halt echt ein Problem werden. Aber das muss ich schauen, was jetzt... Aber das werde ich gleich sehen, wenn ich die Schmiede gebaut habe, die ich jetzt am besten mal baue. So, die kann da hinten hin. Gut, die Gebäude sehen natürlich ähnlich aus wie die, als wir gegen die Orks gekämpft haben, aber das ist ja auch nur logisch. Da sind Priorwölfe. Drei Stück. Die laufen aber Richtung der Roten Legion. Die kämpfen also wahrscheinlich auch gleich miteinander. So sieht's aus. Und ja, wie ja der Kommandant der Roten Legion gesagt hat, wir müssen halt aufpassen, dass wir auch nicht der Roten Legion hier in die Quere kommen, weil die würden uns auch angreifen. Das wäre dann nicht so prall. So, ja, die Schläger brauchen Holz, die Speerträger brauchen Eisen und das Totem brauchen auch Holz und Lenya. Das heißt, da muss ich ein bisschen gucken, weil ich glaube, die Totems... sind Magier, also wir haben hier das keine Heiler dabei in dem Sinne. Toll wäre natürlich, wenn ich hier irgendwo ein Heldenmonument auftreiben könnte, um einen Heiler wieder beschwören zu können. So. Da. Okay, da. Den packe ich mir. Komme ich da rechtzeitig hin? Müsste ich eigentlich. Die stehen ja Gott sei Dank erstmal eine Weile da. Und hier ist auch gleich ein Lager hier unten. Ich denke mal, das nehmen wir auch als erstes in Fokus. Was haben die eigentlich für Level 12? Ja gut, das ist ja, wir haben Level 11 Orks. Standhalten, Männer! Normalerweise 10. So, eine Schmelze haben wir ja, glaube ich, nicht. Dass wir die Eisenproduktion schon mal anheben können. So, Keulenschnitzer, so Schmiede haben wir, Schnitterzelt haben wir. Feuerwerfer baue ich gleich. Mine, Fischerhütte, kleines Hauptteil, Wildschweinschlucht, nein. Also. Lasst uns lieber Krieg führen. So. Ja, es ist halt die Frage jetzt auch, ne? Holz 80, das kostet natürlich einiges, ne? Ob ich das mit den Feuertürmen wirklich machen soll. So als Verteidigung oder ob ich das Holz dann eher spare, um Totems zu produzieren. Theoretisch könnte ich, wenn hier unten müsste auch irgendwo sicherlich... Oh, ist das? Okay. Weil die werden natürlich dann früher oder später, wenn ich kein Holz mehr da oben habe, werden die ausziehen und dann werden die dann da weggeschnetzelt. Hütte brauche ich auf jeden Fall auch noch. Ich
würde auch sagen, als erstes werden wir uns um das Lager hier unten kümmern. Wobei das natürlich auch schon mittlerweile relativ voll hier ist. So lange dürfte man eigentlich nicht warten. Aber gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich muss auch nur sehen, dass ich rechtzeitig die Holzproduktion dann stoppe, dass sie mir dann halt nicht, wie gesagt, da unten in die Lager laufen. So, hier ist dieser Kommandant. Komme ich von dort aus irgendwie dahin? Wahrscheinlich nicht, ohne dieses Lager hier platt zu machen. Aber hier unten ist schon richtig was los. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Speerträger. Einfacher Nahkämpfer mit alpenschlanger Lederrüstung und einem Speer. Gut. So, Nahrungscap kann ich ja schon mal hoch machen. Sensenspeer, der bis zu 3 Ferne gleichzeitig trifft. Oh, das wäre natürlich gut. Ich glaube, die 200 Eisen, die warte ich jetzt erstmal ab. Das ist gut, weil 3 Feinde gleichzeitig treffen ist nicht verkehrt. Weiß noch nicht, ob die das jetzt schon noch haben oder erst dann die neuen Einheiten, die dann kommen. Das werde ich dann sehen. Also Eisen haben wir ja erstmal genug. 1800. Wahrscheinlich werden wir uns überwiegend auf diese Speerträger fokussieren müssen und versuchen, so wenig wie möglich von denen zu verlieren. Und das Holz, wie gesagt, das sparen wir erstmal. Alternativ könnte ich natürlich hier vorbei zu dem Dorf. Vielleicht versorgen die mich ja auch mit Holz dann. Wäre ja auch möglich. Weiß halt nicht, wie die Entwickler das vorgesehen haben mit dieser Karte hier. Ob das so gewollt ist, dass da Holz halt Mangelware ist. So, 100 Eisen, 110. Kann das sein, dass die ein bisschen schneller abbauen? Ich achte mal auf den jetzt hier. Als die anderen Völker. Nee, sieht nicht so aus. Frage ist, ob ich da nicht gleich hier runtergehe und schon ein bisschen Bambule mache, weil, wie gesagt, das sind Level 12 Einheiten. Ja, und wir kommen mit Level 11 Einheiten und ich bin sowieso schon 20. Ich denke mal, da warten dann noch härtere Kaliber, wie hier oben zum Beispiel. Ne, die haben auch alle 12. Das ist dann wohl die Masse da eher. So, 200. Wo war das jetzt? Da. Verbesserung ist fertiggestellt. So, Vipernschild. Totem erhält Schild, verbesserte Zauberkräfte und einen vergifteten Speer. Holz 100 und 250 Lenya. Ja, können wir machen. Verbesserung ist fertiggestellt. Gut. Jetzt müssen wir nur nochmal. So. Ah, der braucht noch Kollenschnitzer als Gebäude, okay. Die haben wir auch noch nicht gebaut, soweit ich weiß. Da ist er. Passt der irgendwo hier hin noch? Auch ein ziemlich großes Gebäude. Was wollt ihr? Ja. Ja, schon gut. Was liegt an? Kann man da jetzt einen Unterschied erkennen, ob der jetzt diesen Sensenschwung.
Ja, stimmt, die haben Speer. Und der hat aber eine, so eine Art Sense hier. Das Gebäude ist einsatzbereit. Da seht ihr das? Der hat so eine Art Sense und die haben hier noch einen Speer. Ja. Ups. Ja gut, ist dann halt so. Mal hier auch was upgraden? Nee. So, dann bauen wir mal Totems. Abgegradete Totems, das passt. So, und Schwerträger. Die normalen Schläger, wie gesagt, die kosten Holz. Schwache Lederrüstung, die würde ich jetzt eigentlich nicht produzieren. Wie gesagt, das Holz will ich mir für die Totems aufheben. Das wäre jetzt, wie gesagt, so der Plan. Da kommt schon ein Totem. Ja, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Da ist jetzt halt echt der Vorteil, dass ich da jetzt Stufe 11 Orks schon halt habe und nicht die Stufe 10, die ich eigentlich auf Mulandir vorher gefunden habe in der Kiste. Das bringt mir jetzt auf jeden Fall nochmal einen kleinen Vorteil auf dieser Karte. Auch wenn wir das jetzt hier wieder zu viel irgendwie werden. Wolfselite, okay. Ja, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass das irgendwann mit dem Spawn immer noch nicht so richtig in Ordnung ist, sondern die Karte irgendwann doch wieder abstürzt oder das Spiel viel mehr. Bereit. So, 20 Einheiten können wir. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Totems. Und Speerträger. Sonst können wir am Ende halt nur noch Speerträger spawnen und das wird dann halt, dauert dann halt eine Weile, bis das Eisen dann wieder respawned ist. Wie stark die Totems sind, weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir ja dann gleich sehen. Sagen, mit der Armee ziehen wir gleich erstmal los und ich verzichte, wie gesagt, auf den Feuerturm erstmal, also auf die Feuertürme. Und am besten, während wir angreifen, versuche ich nebenbei den Turm wegzumachen, also den Geschützturm hier, weil die stören ja auf Dauer nur. So, jetzt müssen wir aber alle beisammen haben. Auf mein Kommando. Das bringt auch nichts. Mir nach. Dann gehen wir mal los. Folgt mir. Erstmal weg. Die meinen es ernst. Wir werden angegriffen. Ja gut, ich pflück die ja auch hier schon einfach weg. Die Linien müssen halten. Nicht zurückweichen. Wir werden angegriffen. Ein Gegenangriff. Müssen halten. Ach, da ist noch ein Turm. Mit dem kümmere ich mich dann persönlich. Ich meine es ernst. Runenkrieger, zu mir. Na gut, da sterben auch ein paar, aber ohne Verluste. Das Tod den Feinden. Nicht zurückweichen.
haben wir noch einzelne. Okay, stopp, wieder zurück. Das Ding müssen wir zerstören hier. Okay. Immer noch kein Schlachthof hier. Gut, dann mache ich mal eine Heilung. Für die wenigen, die es noch gibt. Okay, jetzt wird's, das wird spannend. Jetzt muss ich doch hier mal eingreifen. Wir werden angegriffen. So, schön alles One-Hitten hier. Standhalten, Männer! Hinterkommen! Die Linien müssen halten! So. Klar, Brüder, zu mir! Okay. Wir werden angegriffen! Erstmal das Haus hier wegballern. Standhalten, Männer! Ich weiß doch nicht, ob das den Spawn-Punkt schon hier wegmacht. So, jetzt wieder hier. Runenkrieger, zu mir! Die meinen es ernst. Ja, super, der Spawnpunkt, der ist weg. Das na, ist das ist noch einer. Okay. Die Linien müssen halten. Aber einer ist schon mal weg, das ist ja schon mal was. Gucken, was ich hier noch weghauen kann. Jetzt habe ich den Turm hier natürlich noch. Kann ich aus der Reichweite vom Turm laufen? Wir werden angegriffen. So, dann kann ich hier jetzt, versuche ich jetzt hier noch gucken, wann ich mich wieder heilen kann. Dann kaue ich jetzt einfach hier das weg. Ein Gegenangriff. Müsste ja auch irgendwann wieder ready sein. Ich glaube 2 Minuten war der CD. Die Linien müssen halten. Ich hoffe, der Spawnpunkt ist jetzt hier auch. Zu mir. Ah, ich glaube, da hängt das Gebäude dann noch mit dran. Ein Gegenangriff. Gut, aber den kriege ich auch noch. Da müsste ich aus der Reichweite von dem Turm sein. So, ich überziehe jetzt ein bisschen. Okay, nicht so ganz aus der Reichweite, aber jetzt kann ich mich wieder heilen. Die Linien müssen halten. So. Das müsste es aber für den Spawnpunkt gewesen sein. Ja, sehr schön. Und den hau ich jetzt auch noch weg. Standhalten, Männer. Und für den anderen Kram komme ich später wieder, wenn ich mich wieder ein bisschen regeneriert habe. Gut, da war der... Okay. Die kommen wohl von hier. Aber Schlachtruf ist auch wieder fertig. Gut, den Kampf muss ich jetzt noch machen. Nicht instant um. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Vielleicht doch den einen oder anderen Feuerturm jetzt bauen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon mal Speerträger nachspawnen. Vorsicht, Gegner! So, das war easy. Gut, dann war es das jetzt für die Folge. Ein bisschen überzogen, aber macht ja nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ciao.